Ja. Um was es sich bei dieser Demo handelt oder um welches Spiel genau, das möchte ich mit euch gemeinsam herausfinden. Ich habe darüber auch nichts erfahren, nichts gesehen. Aber ich dachte mir, diese Demo anzuspielen, könnte ganz lustig sein. Dann beginnen wir auch gleich mit Virginia. Drücken. Geschichte beginnt. X. Demo spielen, Einstellungen. Schauen wir mal, was wir bei den Einstellungen sehen können. Lautstärke 100%, Sprache Deutsch, Untertitel. Stellen wir die Untertitel ein. Und schauen mal. FBI. Eine traurige Nachricht, die man übermittelt hat. Ich kann mich jetzt im Raum bewegen. Schauen wir uns um. Steuert sich, als ob man auf Kissen läuft. Ein Pfarrer. Die FBI-Kollegin. Der Grafikstil ist ungewöhnlich. Cell Shading. Hier liegt eine Feder im Badezimmer. Das ist sehr ungewöhnlich. Ein Kreuz an der Wand. Schreibtisch. Es befindet sich im Wandschrank. Kleidung. Im Wandschrank mit offenen Flächen. Interessant. Hier befindet sich nichts weiter, obwohl. Können die Kleidung ein bisschen zur Seite schieben und entdecken hier nichts weiter. Obwohl, können wir etwas rausnehmen. Fotostudio, Fotolabor. Wasserboiler, Personen sind auf den Fotos zu erkennen. Können wir eins dieser Fotos nehmen? Nein. Lukas. Gehört dieses Buch Lukas? Oder ist das für Lukas? Wir sind schon wieder auf dem Rückweg. Bison. Büffel. Natürlich.
Okay, da ist einfach ein Büffel aufgetaucht. Ist wahrscheinlich Amerika. Das FBI. Hat der da auch? Oder wird da quasi eingesetzt? Okay. Was haben wir hier? Big Ricos Restaurant. Stecken alles ein. Können wir das Radio einschalten? Oh, cool. Hier haben wir noch was im Handschuhfach. Marie Halperin. Washington. Washington. Hört Popmusik aus der Ferne? Ich höre. Ah doch, jetzt. Hallo? Yo. Was für Audis. Hier haben wir kurzen Sequenzen Dinge. Confidential. Dienstag. Wir liegen auf dem Bett. Beschäftigen wir uns hier mit dem Fall. Wir haben hier die Akten. Da wird jemand vermisst. Missing Person. International Investigation. Okay. Lukas wird vermisst, der ein Fotostudio bei sich betrieben hat. Was hat er für Hinweise in seinem Tagebuch hinterlassen? Oder scheint nicht besonders alt zu sein. Science Center. Der Klassiker. Eine Höhle mit der Wasserbeule, die auf den Fotos zu sehen war. Das sind Hinweise. Eigenartig. Sind wir jetzt außerhalb der Person, in der wir vorher waren, oder sind wir eine andere Person? Wir sind eine andere Person. Bisschen Kleidung. Wir sind also hierher gezogen, die Feder, die wir im Badezimmer aufgelesen haben. Zimmer durch die Tür nicht raus, aber hier verändert sich der Cursor. Wir können durch diese Tür gehen. Hinweis, ah, okay. Wiederholtes Hämmern. Polizisten beraten sich. Ah, wir sind immer noch in der Wohnung. Okay, da ist eine Tür mit einem Schein. Okay, das ist. Schaltet Eingang hoch. Eingeschlafen, als wir uns mit was zum.
bringt man ja echt einen Ort zum anderen. Helferin, Helferin. Schauen wir mal. Virginia wirkt auf den ersten Blick nach einem Point-and-Click-Adventure, in dem man sich frei bewegen kann. Medaillon befindet sich innen eine Person. Persönlicher Gegenstand. Hier werden wir freundlich heraus delegiert oder gebeten. Ein kurzer Blick auf den Schreibtisch sagt, dass wir dort nichts weiter finden konnten als das Medaillon. Die Höhle, die wir im Buch gesehen haben, der Wasserboiler im Hintergrund, sind auf der richtigen Spur. Der Grafikstil ist schön. Vereinzelte Blumen und eine Distel. Doch nicht. Ungewöhnlich. Straight to the cave. Okay. Eine Art Buch der Toten Dichter Club. Club der Toten Dichter Club. Gegenstände, Kerzen. Eine Energiequelle im Radio. Nicht? Findet sich Vogel. Oh je. Malerischer Grafikstil, der die Magie der amerikanischen Kleinstädte und der blühenden Landschaften Virginias zum Leben erweckt. Spannende, traumähnliche Reise voller fesselnder, einzigartiger Charaktere. Originalgeschichte im Stil der Film-Noir und in der Tradition von Twin Peaks, Fargo und True Detective. True Detective ist super. Virginia, 22.09.2016. Okay, das Spiel ist schon erschienen. Das endete ja sehr abrupt. Die Demo war doch etwas kürzer als gedacht. Da hätte ich mir vielleicht etwas mehr gewünscht. Ein bisschen mehr Spieltiefe, die einem suggeriert. So war das ja. So waren das viele kurze Sequenzen, die aufeinander folgten, die auch etwas verwirrend waren. Aber okay. Nun gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich dachte, die Demo wäre wirklich etwas länger. Nun gut, möglicherweise spiele ich heute noch etwas anderes. Wird sich zeigen. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Über ein Follow würde ich mich freuen. Bis demnächst. Tschüss.